tut sich gar nichts, ne? Wir haben auch unsere Schaufel verloren. Ich würde das gern mitnehmen. Ja. Da werden wir jetzt noch eine Weile hocken müssen. Da werden wir jetzt noch eine Weile hocken. Ach, guck an. Oh, nee, doch nicht. Oh. Das machen wir doch nicht. Macht mir doch keine falschen Hoffnungen hier. Na komm, mach's weg. Mach's weg, mach's weg, mach's weg. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich suchen muss. Fühlt sich wie so eine Nebenmission hier. Entschuldigung. Ja. Tja. Das scheint hier irgendwie gefühlt echt nichts zu werden. Ich weiß auch nicht. Wir sind am X. Noch xiger wird's nicht. Ich meine, wir haben jetzt 3 Tonnen Sand. Könnte also sehr spannend und sehr cool werden, so viel Sand zu haben, aber nur für so einen Schatz ist das natürlich nichts. Alter, komm, der muss doch hier irgendwo sein. Kann ja nicht sein, dass der hier nicht ist. Ich meine, der ist auf der Karte markiert, dass er da ist. I mean, hello. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Der kann nicht nicht existieren. Das geht gar nicht. Maybe hier? Oh, viel zu viel Wasser. Viel zu viel Wasser. Hallo? Darf ich? Darf ich? Danke. Soll ich... Hallo? Weniger Wasser? Weniger Wasser. Ich sagte, weniger Wasser. Ich glaube, ich suche falsch. Ich suche einfach falsch. Lässt du mich mal raus? Ich suche falsch. Ich suche einfach so dermaßen falsch. Boah, immer dieses Reinfallen nervt. Ey, da machst du echt nix. Da bist du echt ganz schön gerädert. Und machtlos vor allem. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Das muss genau hier sein. Wirklich, die Markierung. Die könnte nicht noch genauer platziert sein hier. Ich geh gleich ins Spectator. Ohne Scheiß. Kann ich das überhaupt? Ja, ich habe die Cheats ausgemacht. Das ist auch gut so. Aber trotzdem. Willst du mich verarschen, Spiel? Langsam wird es ein bisschen lächerlich. Hallo, Spinnchen. Na?
Komm, hier, geh raus. Ich habe hier genug zu tun. Aber wir sterben nichts mehr so schnell. Very positive. Und Tag. So, muss eine neue Spitzhacke, wäre mal ganz geil. Ich check das nicht. Wirklich? Oh ja, weißt du, was wir mit dir machen? Du schwimmst jetzt her? Ja? Ja, genau. Dann machst du hier mal so ein fettes Loch hin und vielleicht finden wir die Kiste so. Nee. Hä? Du willst mich verarschen. Hier ist das perfekte Loch für so eine Kiste und hier ist keine. Ja, ist ja gut. Entspann dich, alles ist cool. Ich bin so dumm. Guck mal, wo wir sind. Wir sind jetzt noch mehr auf dem Kreuz. Boah. Heart of the Sea. Water breathing. Noch mehr Emeralds. Mehr Eisen. Alter, viel mehr Eisen. Yo. Ey, yo, Mr. White. Ey, yo, Science. Okay, auf das Spider kann ich verzichten. Ich brauche Essen. So oder so. Und jetzt können wir noch ein bisschen Sand mitnehmen. Und Eisenschwert. Yes, baby. Eins so. Yo. Okay, haben wir Sticks? Wir haben Sticks. Dann mache ich jetzt die zu Sticks. Das Schwert hole ich mir wieder. Saubere Sache. Wir haben ein Heart of the Sea. Herz des Meeres. Herz des Sees. So. Sandstein brauche ich. Noch mehr Sandstein brauche ich. Ne? Also Sandstein und Sandstein und damit, wir haben zu viel mehr. Wir haben keinen Platz. Okay, weg mit den Pilzen. Her mit dem Bett. Okay, ignorieren wir die Nuggets, die können wir sowieso noch machen. Dann würde ich fast sagen, gehe ich hin und mache die Details, das Viewbobbing wieder an, weil ich finde, das gehört für mich zum Spiel. Tatsächlich nehmen wir uns das Boot und fahren weiter. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Eine Stunde, wow. Da waren locker drei Folgen draus. Klar, mach aus einer Stunde drei. Wo hast du Mathe gehabt, Junge? Ach ja, das Projekt ist klasse. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen auf die Bude, die wir dann machen. Das wird ziemlich faszinierend. Und jetzt Stage Diving. Aha. Mending, Curse of Vanishing. Ja, okay. Nichts, was mich jetzt mega beeindruckt hier. Aber ich sehe schon, wir haben schon wieder so ein riesen... So ein mega riesen Insel-Ding. Ah, das ist gar nicht mal so groß. Ja, die Frage, was ich hier suche, ist einfach die... sie ist die härteste von allen, denn ich suche... Ah, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich suche eine Bleibe. Ein Ort für eine Bleibe. Ja, wenn ich die einfach nur finden würde, wäre natürlich geil.
So, wir nehmen ein paar Kürbisse mit. Ey, früher, das fällt mir jetzt gerade mal so... Hups, bin ich hier reingestolpert. Früher hat man ja immer so die Wüsten. Also so kommt es mir zumindest vor. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hat man ja sehr viel schneller gefunden oder war häufiger in Wüsten. Heute ist das irgendwie anders. Heute hat man gefühlt nur das hier. Grasland, Wälder, Wasser, Meer, ne? Irgendwie ist das heute nicht mehr so. Dass man eine Wüste mal so eben nebenbei findet. Das ist nicht mehr so häufig, wie es mal war. So kommt es mir vor. Weil guck mal, wir sind jetzt hier an so einem Steppenland. Jetzt sind wir in den Plains, also wieder in dem stinknormalen Wald, den es halt schon immer gab. Und da frage ich mich halt, werden wir jemals Kakteen finden? Denn ich kam nämlich jetzt gerade bei Kakteen und dann so Kürben, ne, Kürben? Kürben, ja, Kerbal Space Program. Ja, das ist ein anderes Spiel, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber, was ist denn das? Boah, das erinnert mich an die alten Versionen, wo es so richtig flache Sandregionen gab. Das fand ich damals auch schon immer cool. Ja gut, außer Kohle gibt es hier nichts. Wir haben erstmal genug Kohle. Ich belasse es jetzt erstmal dabei, würde ich sagen. Und ich meine eine Eisenrüstung. Oh, wir haben eine Eisenrüstung. Das ist so geil. Das ist schon sehr cool. Ich merke gerade aber auch, leider, meine Stimme macht sich ein bisschen bemerkbar. Die tut ein bisschen, also nicht weh, aber sie drückt ein bisschen. Oder fühlt sich so an, als würde die ein bisschen heiß laufen. Das ist eigentlich immer so ein Anzeichen, wo ich dann sage, okay, maybe müsste ich hier Pause machen oder nicht mehr. Das war ja vorher nicht so. Ich glaube, ich mache sowas einfach schon lange nicht mehr. Nicht mehr so wie früher, dass ich mich hinsetze und lange am Stück rede, irgendwas erzähle oder sonst irgendwas. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Und ich glaube, das ist einfach so, weil die Interessen sich einfach sehr weit entwickelt haben. Also ich habe ganz, ganz lange, wollte ich Let's Plays machen. Das hat mich schon immer, das hat einfach immer Bock gemacht. Aber teilweise hat auch einfach die Motivation dann wieder gefehlt. So. Und mittlerweile habe ich eingesehen, ich mache andere Dinge dann teilweise lieber. Gib mir Items. Nee. Ja, es gibt Dinge, die einfach mehr Bock machen. Und Minecraft ist so ein Ding, das macht man irgendwie immer. Ja? Ja, Minecraft ist so ein Dauerbrenner irgendwie. Immer mal wieder. Das ist so wie so ein Auto. Den Motor startet man immer mal wieder. Und manchmal hat man einfach keinen Bock zu fahren. Da lässt man den Motor dann noch kurz laufen. Und das war's dann auch. Passiert. Ist aber nicht schlimm. Das ist es ja. Deswegen gibt es ja dieses Projekt hier. Okay, die Formation hier ist schon echt geil. Ne, weil hier ist so ein Wasserbecken und da oben ist eins und das fließt dann hier runter. Faszinierend. Schöne World Generation. Genau. Aber dass dieses Projekt existiert, ist halt genau dieses Gegensteuern, sag ich mal. Dieses quasi Gegenhalten gegen das unmotiviert sein, gegen den Wunsch doch nicht weiterzumachen, obwohl man eigentlich Bock hat, irgendwas zu machen in die Richtung. Perfekt. Und ich habe einen neuen Rechner. So, warum soll ich das nicht ausnutzen? Für was habe ich mir den gekauft? Gut, weil der alte halt Hardware-Probleme hatte und ich viel gestreamt habe und einfach nichts funktioniert hat. Aber ja, wenn das geht, ne, wenn Stream jetzt funktioniert, dann geht das hier auch. Oder generell zocken. Dann geht das Let's Play machen auch wieder. Kein Problem. Easy going. Aber ich würde tatsächlich sagen, meiner Stimme zuliebe,
kann ich leider nicht mehr so lange aufnehmen, weil ich muss meine Stimme, glaube ich, jetzt so ein bisschen schonen. Ich mache jetzt noch so roundabout 8 Minuten. Dann sind wir bei einer Stunde 20 und dann kann ich das halt sehr, sehr schön in 4 Folgen aufteilen. Und dann kann ich auch endlich mal die Klappe halten. Wow, das sieht sehr, sehr krass aus hier. Ich merke gerade, mein zweiter Monitor, der ist ein bisschen anders farblich eingestellt als der, als mein Hauptmonitor jetzt. Sieht ein bisschen anders aus, einfach. Ja, noch mehr Sea Turtles, nice. Ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch. Ich glaube, so bekommt man keine Items. Ich meine ja nur. Nicht? Okay, ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich glaube, ich sollte mal googeln, woher wir die Sachen bekommen. Das nur so nebenbei. Ah, ich will gerade nicht aufhören. Ich will einen Bauplatz finden und mich da niederlassen. Aber was willst du machen halt? Ich will doch mal Cyberpunk. Ja, das will ich auf jeden Fall auch weiter spielen. Oder überhaupt mal spielen wieder. Ah. Hopp, hopp. Schick. Ha, ich kann trotzdem ins Bett. Oh, die Musik. Ist jetzt auch mal Ruhe im Karton. Oh Gott, wenn ich das mache, dann bin ich viel zu laut. Also hier ist echt nichts an spannenden Gebieten, ne? Also ich mache das jetzt hier mal als reine Vorwarnungsmöglichkeit für euch. Ich glaube, wir werden noch sehr lange einen Bauplatz suchen, weil hier nichts ist, was spannend ist. Bis auf das da. Das ist natürlich schon ein bisschen geiler. Aber wenn, dann will ich das irgendwie in Extrem sehen. Warum sehe ich da nichts von? Das ist schon ein bisschen schade. Ah, die Musik ist schon geil. So, weißt du was, wir erklimmen den Berg und dann machen wir da oben Folgenende. Wenn das nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Oh, gleich kommt meine Lieblingsstelle oder einer meiner Lieblingsstellen. Und jetzt. Die ist schön, die ist schön. Oh, Wölfe. Oh mein Gott. We got a wolf. Hallo, bleibst du? Hallo? Oh, es kann nur einen geben. Das ist schade. Never ever. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt ab? Ja, oh, wir haben noch nicht mal ein Dorf gesehen. Hier oben ist aber schon ziemlich geil. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal Ende. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die bisherigen Folgen. Es macht Spaß und ich glaube, es liegt doch daran, weil ich endlich mal Hintergrundmusik mache. Ich habe früher nie Hintergrundmusik benutzt, aber auch nie, weil ich nie wusste, was ich machen soll. Und außerdem habe ich das auch nie live gemacht. Von daher, ja. Hier ist erstmal Endstation für die jetzige Aufnahme. Und dann würde ich sagen, es geht auf jeden Fall bald wieder weiter. Ne? In der nächsten Folge, morgen für euch. Für mich dann irgendwann in ein paar Tagen vielleicht oder morgen. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall, haut's darin.
Ich bin raus. Euer Various Mind. Bis zum nächsten Mal.